Wie viel Uhr ist gerade bei dir? Bei mir ist es 10 Uhr ist es jetzt. 10 Uhr in der Früh. Ich habe da auch mit einer Schrotflinte geschossen. Es hat sich angefühlt, als hätte ich mir die Schulter gebrochen. Ja, das ist, also, neben uns waren so zwei junge Leute. Und die haben sich ein MG ausgeliehen und die haben noch nie geschossen davor. Da gibt es ja so einen Range Officer, der so auf die aufpasst, auf die Leute. Und die haben halt letztes das Ziel vor sich gestellt und die sind so komplett mit der Waffe hin und her gerudert. Ich glaube, der hatte die Angst seines Lebens. Do you still understand German? Yes, yes, Jan Dio. I still do. Agurin hat seinen Account schon, ja. Ich hab noch nicht. Der Account, der hat höhere Elo, aber das bringt mir nichts, weil das ist halt nicht der Projekt-Account bisher. Danke an Chasey für den Support. Auch da einen wundervollen wünsche ich. Bist du West oder East Coast? West Coast bin ich. Und was ist das Projekt? Rang 1. Yatsu, vielen lieben Dank auch dafür den Support. Wann kriegst du deinen Account? Keine Ahnung, ich habe gerade nachgefragt. Warte. Hab E-Mail geschrieben, aber es könnte etwas dauern. Hab E-Mail geschrieben, aber es könnte etwas dauern. Also es ist wahrscheinlich heute nicht, ehrlich gesagt. Das heißt, wir machen heute einen chilligen hier, schauen, dass wir den Account ein bisschen hochspielen. Wait, ist das? Wait, what? Wait, what? Wait, das sind zwei EU-West-Challenger-Spieler. Die zwei. Silence und Elo Santa. Das ist ein Master Yi und ein Katus OTP. Fuck? Hast du deinen PC eingepackt? Nee, ich spiele gerade auf dem Laptop. Spiele ich gerade. Vielleicht sind die auch hier oder was? Vielleicht. Donowall, ja. Du bist auf dem falschen Account. Nee, 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 nee. Das ist mein amerikanischer Account, ist dort. Not the fuck? Ja, das ist jetzt schon. Das ist ein bisschen ein Mindfuck, muss ich sagen, oder? What's poppin', doll? Ey, King Flups! Boah, ich war gestern Korean Barbecue, Leute. Wie geil ist denn Korean Barbecue, ey? Wie cool! Das ist echt nice! Dr. Salz, Big Old Michi, danke für den Support, Leute. Einen wundervollen wünsche ich euch. Schön, dass ihr mit dabei seid. An diesem gar traumhaften, keine Ahnung, was für ein Tag ist. Ich zeige euch die Irelia. Ich zeige euch die Irelia, Burschen. Seid ihr bereit für ein bisschen Gameplay? Baut man auf Irelia irgendwas Neues? Gibt es da irgendein neues, cooles Item, das ich holen soll? Oder ist es einfach ganz normal, Irelia? Gut, das ist krass, ja. Das ist so ein Zufall, Mann. Wie viel Tempo meint Tolkien? Wie viel Tempo? Wie viel Tempo? Irelia. Ja, wenn ihr das sagt. Wenn ihr Liefeld Tempo sagt, dann nehme ich Liefeld Tempo. Ich vertraue euch, schaut, so bin ich. Ich vertraue euch, Leute. Schaut mal das gegnerische Line-up an, wie cool, ne? Jon, Yasuo, Malphite, Zac. Was ist jetzt passiert? Irgendwas ist gerade passiert. Die haben so eine richtige Bouncy-Comp, haben die.
Weil ich muss einmal ganz kurz ein Getränk holen. Alright, let's do it! Let's play some games! Ich hab's vermisst, Leute! Ich hoffe, ihr auch ein kleines. Habt ihr mich ein bisschen vermisst? Wie waren die letzten Tage für euch? Wo haben sie euch berührt? Rootbeer? Ich trinke auf gar keinen Fall mehr ein Rootbeer, ne. So. Au, mein Bein! Autsch, autsch, autsch! Ich hab noch gar nicht angefangen zu spielen. Mein Bein und mein Rücken, it's killing me, guys. So, was haben wir denn hier? Der Jingle Guy gegen uns, alright. Mit dem Jingle Guy werden wir hoffentlich noch fertig werden. Der, wer von denen hat. Also der. Okay, Lethal Tempo Support Yone oder was? Ist das? Follow me, Soldiers, we are gonna flip it. Aber warum bist du denn flippen? Please, man. Auf zu flippen, Silence. Oh. Okay, wir flippen. I repeat, it's officially a flip now. Alter, dieser Damage, was? Oh mein Gott. Ich meine, ich. Das ist ja kein Gegner für mich. Das ist jetzt natürlich nicht so gut gewesen insgesamt, ne? Wäre lustig gewesen, wenn jetzt der Sekt noch am Ramp-Off gestorben wäre. Come on, man. Lass uns einmal loslaufen. Warum hat gerade gestern das Telefon geklingelt? Ach so, weil die mir so ein Goodie-Bag geben wollten. Also ich hab ein Mauspad bekommen. Und irgendwie, also da steht Maus. Ich hab's noch nicht aufgemacht. Wenn ihr wollt, können wir das gleich on-stream machen. Die haben mir so ein Goodie-Bag geschickt. Warum, die Minions sind dann jetzt nicht angegriffen? Danke. Können wir zusammen Pack-Opening machen hier. Live aus Amerika. Pack-Opening im Hotelzimmer. Absolute Content-Offensive, ja. Die Last jetzt sitzen aber schön, ne? Nice. Die Hyping Aurelia, ja, da ist sie, jetzt gar. Ich kann den Minion nicht anklicken, weil es so laggt. Shit, Mann. Das ist so lustig, so zu spielen, muss ich sagen. Macht so Spaß, ja. Noch können wir ja ein bisschen dorpen, bis dann halt richtig losgeht. Oh shit. Das haut aber schon ganz schön rein, muss ich sagen, der Schmarrn, ne? Habt ihr da gesehen, wie der auf mich drauf gehüpft ist und dann erstmal alles stehen bleibt für so 2 Minuten oder so, oder nicht 2 Minuten, für 1,5 Sekunden oder so, wie alles stehen bleibt. Der Ping, ja. Wieso soll ich denn hier reporten? Bleib mal ruhig, junger Jingle Guy. Der wird dich gleich absolut hops nehmen, der Kollege. Das ist die Legende Silence. Einfach schön ruhig bleiben. Das Game ist jetzt schon gewonnen, würde ich tippen. Die Gegner wissen es nur noch nicht. Das ist auch so ein Matchup. Support Katus gegen Support Malphite, ne? Schon sehr speziell da unten. Ja, wegslide von mir! Ich kann ihn einfach auto-ticken, aber ich kann nicht klicken, Mann. Es geht nicht, es bleibt alles stehen.
Oh, das wird ein wilder Tag, Leute. Es wird ein wilder Tag. Aber wir machen heute einen richtig schön entspannten, langen Stream, okay? Richtig schön entspannt. Ganz entspannt, Hier ist ja. Man chillt, man chillt, man chillt, Nice, good shit, good shit. Wir hatten unser Level 5 am Start. Gibt's einen good job, good job. Oh, hier die nächste Wave. Morgen, also ab morgen habe ich gutes Internet, angeblich. Ab morgen, Leute. Und dann am Sonntag werden wir nochmal schlechtes Internet haben. Und dann ab Montag haben wir gutes Internet. Die ganze Zeit dann. So ist der aktuelle Tagesplan. Also, wir haben jetzt heute schlecht, morgen gut, übermorgen gut, dann wieder schlecht und dann ab dann zwei Wochen gut. Wie lange ist er denn eh bis zum 6. Das heißt für dich guter Ping. Naja, guter Ping ist einfach, dass es konstant ist und dass du nicht Packet Loss hast zu kaufen. Weil das gerade, der Ping ist ja 50 Ping, wäre ja super, weißt du? 50 Ping ist ja völlig okay. Aber ich habe halt super hohen Packet Loss, das siehst du ja. Weil halt die ganze Zeit immer alles stehen bleibt. Oder? Also das sieht man, glaube ich, schon. Oder ich hoffe, dass man das sieht. So, dass einfach die Sachen immer stehen bleiben und sich nichts bewegt und einfach ich praktisch nichts klicken kann und so Sachen. Zum Beispiel der Sack hüpft auf mich, dann passiert eine Sekunde nichts und plötzlich fliege ich hoch und so. Ja, ich meine, das sieht man doch, wenn man League kennt. Ich glaube, das sieht man schon ganz gut. Hat Arganin das gleiche Internet? Ja, aber sein Account ist viel niedriger gerade. Weil ich habe ja noch nicht den richtigen Account. Also er spielt gerade Gold Elo Games und das ist hier halt High Diamond ist das. Oder Smurf Q sogar. Ich würde auch lieber jetzt so, während wir dieses Internet Sorgen haben, halt auf einem Account spielen, wo ich ein bisschen, sagen wir mal, leichtere Gegner kriege. Weil natürlich die Leute hier schon spielen können in dem Elo-Bereich, muss man natürlich sagen. Nein, das sieht man echt nicht. No Cap. Oh. Ich hätte eigentlich gehofft, dass man das schon ein bisschen sieht. Also bei manchen Sachen, es ist natürlich immer, wenn man spielt, merkt man es eher, nehme ich an. Aber bei manchen Sachen, zum Beispiel da, habt ihr das W gesehen? Hat man das nicht gesehen? Wie ich das W mache und dann einfach nichts passiert und dann sie plötzlich so nach vorne geht? Come on, Silence! Jawohl! My man, da ist er. So. So, die Gegner haben eigentlich nur wirklich Physical Damage, ne? Aber wir wollen uns da jetzt nicht zu sehr beschweren, ne? Das ist nur damit ihr wisst, ich weiß, dass das ein bisschen scuffed ist. Ich sitze hier auf dem Sofa, wir haben Handy-WLAN, aber ich bin einfach froh, wieder da sein zu können. Mal wieder ein bisschen zu streamen. Einen kleinen Stream, ein bisschen reden, wisst ihr, ein bisschen rumblödeln. Das ist der Plan für heute. Nicht mehr, nicht weniger. Und dann bereiten wir uns vor auf das Projekt, das dann halt über zwei Wochen geht. Und wenn ich halt erst am Dings anfangen kann, weil ich den Account nicht davor habe, dann ist das okay. Dann ist das okay. Gegen Arganin werden wir alle mal fertig, ja. Auch wenn er einen kleinen Vorsprung hat. Gut. Ich hab 40 CS hier, ne? Frage ist, welche Champions wären denn optimal hier zu spielen mit so einem King? Eigentlich. Was meint ihr? Lass uns
uns mal hier Platten joinken. Ja, Platten und dann müssen wir noch unten raus. Mehr Special sind wir wahrscheinlich tot, oder? Wir sind ja am Melfa gestorben, nämlich. Ich stehe schon mal 1-5. Aber wir haben zum Glück die EU-West-Elite da, die uns gerade den Arsch carried. Ansonsten wäre das ein sehr, sehr trauriges Game hier, muss ich sagen. Du meinst doch immer, Z wäre so leicht. Ja, Z würde wahrscheinlich gehen, das stimmt. Z können wir immer spielen. Der Champion ist für absolute Loser. Den kannst du auch mit Hyping spielen. Können wir gerne machen, ja, sicher. Ich kann euch auch zeigen, weil praktisch, wenn du Low-Elo bist in League of Legends, dann ist es ja praktisch, als hättest du Hyping. Ja? Und ich kann euch zeigen, dass man, ne, das mit Z kann ich euch das super zeigen. Ja. Ich bin so fucked, ne? Wie weit ich behind bin, was denn das? Und das auf meinem besten Champion Irelia, das kann doch nicht stimmen. Ja. Der ist gerade hier unten an der Seite, will mir nicht durch, oder? Zelos told the worst jokes. Shut down. Wollen mich hier abholen. Wieder jetzt defensiv, ha? Ich will mich diven, glaube ich. Act, and the whole world will move. The eyes are the first line of defense. Es ist... Ne, ich weiß nicht. Ich meine, er hat jetzt komplett geintet, aber einfach nur, dass er den praktisch mit einem Auto-Attack fast one-hittet, ist so crazy. Er ist ja den ganzen Turtle, glaube ich. Ich glaube, der Sack könnte schon wieder Mitte sein, oder? Was bedeutet Fever Dream Game, wenn ich fragen darf? Was bedeutet das überhaupt? Kann nichts klicken gerade. Cool, cool, cool. Das ist so lustig. Es ist so geil. Vielleicht machen wir heute... Wie wär's mit einem kleinen Garen-OTP-Tag, Twisted? Könnte ich euch einen kleinen Garen-OTP-Tag anbieten? Nur ihr und ich. Und zusammen die Drehung, ne? Ein bisschen den Spin spielen. Vielleicht können wir auch ein wenig Teemo spielen oder Yuumi. Ich glaube aber Teemo, weil du halt Auto-Attacken musst mit dem, ist glaube ich nicht gut, oder? Was meint ihr? Ich glaube, das ist nicht gut. Weil das war so semi. So, wir müssen irgendwie was bauen, was uns tanky macht, wie scheiße. Halt einfach Gore-Trinker oder so. Könnte auch Sunfire wahrscheinlich gehen. Full AP Support Melfa, ja. Und der ist halt super fett, ne? Der steht 9-2. Der Predator DP Support Melfa. Ist richtig am Aufräumen hier. Ich muss jetzt diesen Turret bekommen für meine Objective Bounty als nächstes. Ah.
Alright, alright, alright. Erstmal hier ein bisschen. Weil wenn ich da nicht lagge, sind einfach beide von denen instant tot. Aber du kannst halt nichts klicken, ne? Du kannst halt nichts klicken. Da war aber fast gut, ne, mit dem Ping. Da war fast gut. Oder nicht der Ping. Wie gesagt, Packet Loose ist das Problem. Nicht Ping ist das Problem. Packet Loose ist das Problem. Mir steht's im Moment. Wie gesagt, Leute, der Account, das ist nicht der Projekt-Account. Sondern das ist der Account, mit dem ich Challenger die letzte Season gemacht habe. Ist das ja. Das ist der Challenger-Account aus letzter Season. Und der ist aktuell Diamond 4 mit Diamond 1 oder Master MMR ist der. Aber der zählt ja nicht, wisst ihr? Also der zählt nicht. Das ist gerade, glaube ich, das zweite Game. Das erste Mal verloren. Das hier sieht gut aus, würde ich sagen. Danach ist Garen Time erstmal für eine Weile. Danach ist erstmal Garen Time. Objective Bonus are falling off soon. Ich würde gerne den Midlane Objective Bounty nochmal. Gefährlich, davor zu gehen. Leider zu gefährlich. Gehen wir hier nach unten. Na, Arguin fängt schon an auf dem Projekt-Account, ja. Arguin fängt schon an. Okay, das Game sieht echt nicht gut aus. Wait a minute. Ich hab gar nicht gesehen, dass der den dritten Charge da hat. Wir werden doch nicht mit drei EOS-Challenger-Spielern verlieren, bitte. That's not possible, right? Ich glaube, Irelia war zu sehr Challenge, ne? Für mein Team. Oh, Elo Santa! Dass er den so anfällt, let's fucking go. Elo Santa spielt ja bestimmt noch mit 1000er Ping oder so. Der Sack ist oben. In einem Move! Ich kann nicht einen. Aber da war ich einfach CC, ne? Okay. Maybe stirbt der Sekt da dran. Außer er smitet noch was. Nice. Wichtig, wichtig, wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Oh! Ah, gut gespielt, der Jon. Holy shit. Shit, sehr, sehr gut gespielt von ihm. Vielleicht sollte ich Sunfire Cape lieber gehen, oder? Kann ich noch Sunfire Cape gehen oder ist das zu spät? Ich glaube, ich sollte einfach Tanky werden, irgendwie. Wenn das geht. Aber ich kann jetzt nicht mehr Sunfire gehen. Ich glaube, jetzt müssen wir Gore-Trinker schon bauen und dann Sterax gehen oder so als nächstes. Was ist morgen für ein Event? Das heißt Under City Nights, heißt das. Under City Nights, glaube ich? Ja. Was das ist, ist einfach, das soll, also die Arcane-Serie, der dritte Akt kommt ja raus. Und das ist irgendein Event, das mit Arcane zu tun hat. Nice, Objective Bounty, Baby. Ich kann mir den Ion oder so killen, bei mir. Strike
Keine Ahnung. Kann ich da lang laufen? Ich geb mich einmal. Im Elfwald können da auch kommen. Das hinten wäre dünn, guess. Ja, wir werden natürlich jetzt nicht verlieren. Es sieht halt legit aus, als würden wir verlieren gerade. Ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht glauben, dass wir das verlieren. Und das war ein Tier 2 Turret. Vielleicht kann ich den defenden. Der Meister hier hat keine Ult. Ich glaube, dann können wir nicht fighten, oder? Ich glaube, actually, das ist verloren. Wow. Nein. Okay, wir bleiben bei Garen. Garen, Corki, Ariana. Na, vielleicht kriegen wir ja auch den Dings bald. Okay, ich habe gerade irgendeine Nachricht bekommen. Vielleicht ist das die Nachricht mit unserem Account. Ja, was nicht? Aber actually, schaffen wir den Turret? Nee, oder? Nicht auf der Wave zumindest. In alle Low, jetzt ist unser Moment. Jetzt ist unser Moment, Leute. Seid ihr bereit? It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Wir laufen einfach weg, die Gegner. Für die Batman. No appeasement. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll in dem Game, huh? Wir haben so viel. Also eigentlich sollte Irila hier richtig gut sein, wenn man nicht so behind gefallen wäre wie ich. Na. Aber doch, dass ich so behind gefallen bin, unnötig, ist es sehr schwer. Die haben Drake einfach nicht gemacht, sondern haben mich gemacht stattdessen, die Schweinchen. Die haben einfach mich gemacht. Wieder Ult? Alles hat keinen. Das sind sie, Ult. So. Lass uns einmal Richtung Mitte gehen. LOL! Wie cool ist denn der Level Tempo Speed? Habt ihr da gesehen, wie ich die verbläut hab? Sag mir, du kriegst den mit. Come on, baby. Come on, baby. Yay! Okay. Ich dachte, der hat Ulti benutzt auf unseren Kollegen hier, auf unseren Katus, aber der hatte das noch nicht benutzt. Jetzt sind hier diese Hexgate-Ports. Die sehe ich auch zum ersten Mal, die Dinger. Und das geht dann hier hin. Und hier sind welche. Und hier ist auch eins. Sind die denn praktisch, die Dinger? Du kommst auf 50 rein. Naja, das ist also, ich meine, wenn du das stacken kannst, ist das schon turbo bescheuert. Das ist schon sehr, 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 sehr bescheuert, ja. Wir müssen einen guten Teamfight finden, mal.
Der verliert nicht mal Leben, während er ihn killt. What the fuck? Alter. Nein! Oh, warum schätze ich da nicht immer die Wand? Oh, it's a rough time, guys. Wait. Ey, der benutzt das Hexgeld. Kann man das benutzen, wenn man gedamaged wird, das Hexgeld? Oder wie funktioniert das? Wann kann der da benutzen, das Hexgeld? Oh? Okchempadü? Ja, na gut. Das sah irgendwie cooler aus, als es war am Ende des Tages. Aber jetzt ist eine gute Chance, ja. Ah, schade. So close, ne? Das ist so close, alles. Ich komme. Ja, ich kann jetzt hier das Textgeld nehmen, oder nicht? Oh! Hexgate Movement? Oh, 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 oh. Hexgate 3! Hat er jetzt ein Disconnect gehabt oder was? Mr. Ezreal! Die Irelia ist hier! Lass uns einmal ganz kurz. Das war actually ziemlich crisp, war das gerade. Okay, das war nicht so crisp, da habe ich nicht mal den Minion bekommen. Okay, so, wir sind jetzt Level 16. Jetzt in dem Game. Vom Gefühl her ist doch Randuin schon ziemlich gut hier, oder? Hehehehe. Wer das? Wir haben eine Bounty bekommen, weil wir einen Was-Drake haben? Einen Hextech-Drake haben wir. 5% Attack-Speed? Das klingt jetzt nicht so reißerisch, muss ich sagen. Kommt das mir nur so vor, da campen die dich komplett? Ach, was? Ich glaube nicht, dass die mich komplett campen. Die spielen einfach gut. So, ich bin schlecht. Die Runde. Ich muss besser werden. Aber ich habe da Glück gehabt. Ne? Ich hätte sogar die Malphite-Ul gedodged zum Beispiel. Das nächste Bounty für uns. Mit diesen Hexgates kann man ja auch coole Flanken dann machen, oder? Komm mit dem. Das ist es jetzt. Has been slain. Ally has been slain.
Wait, warum konnte der gerade so schnell durchs Hexgate gehen? Habt ihr da gesehen, wie schnell der da durchgegangen ist? Ich hab das so bad gespielt, diesen Fight, ne? Mein Gott, Leute! Ich bin für 2-3 Tage in den Age! Ich bin komplett washed up, ey! Ich hatte zu viel Burger! Oh, warum hab ich nur so viel Burger gegessen? Das ist nicht nur... Ich bin so langsam! Das ist ja schlimm! Aber sie waren so lecker! Ich hätte gerade 90 so komische Overcharge-Stacks da. Das klatscht gut rein, ey. Soll ich Witzend bauen jetzt? Ja, oder? Witzend seems kinda cool. Ich hab praktisch 6 Items dann. Bist du NA? Ich bin in NA, ja. Ich bin in NA, aber ich spiele das. Ich zeige euch gleich das Setup einmal. Da können wir ein paar Pakete aufmachen. Ich weiß, für euch ist es auch blöd, ne? Aber das ist jetzt einfach, was wir haben für ein paar Tage. Ist ja nicht für immer, ne? Wir haben Nash genommen. Nash ist pretty good. Aber ich flash den jetzt einfach von hinten ins Gesicht, oder? Gleich. Das ist der Engel hier. Na gut. Zack ist noch nicht da, glaube ich. Ah, kein Großbücher mehr durchgekriegt. Aber der Fall muss gut sein. Den können wir nicht verlieren. Oh, wir können. Gut gemacht von den Gegnern. Scheiße, nein. Sorry, guys, please don't. Oh, no! Oh, no! Wenn ich da Gorschwinker und Rando ins Durch bekomme und ich in der Luft sterbe. Oh. GG, Wildblitz. Damit, wir haben es fast noch geholt, ne? Jetzt lass mich einmal kurz schauen, ob die mir schon einen richtigen Projektaccount geben. By the way, die Accounts sollten auf eure E-Mails angelegt sein. Das heißt, ihr solltet Passwort-Resets machen. Was wollen die hier? Wollen irgendwie gerade was von mir, Leute. So, es ist schon wieder stressig hier. Aber ihr könnt mir währenddessen ein bisschen was von euch erzählen. Wie war euer Tag? Wie geht's euch?